Freunde des Grillens. Ich bin's wieder, euer Roland. Draußen ist wunderbares Wetter, die Sonne scheint und wir haben kurzfristig beschlossen, wir werden grillen heute Mittag. Und was darf zum guten Steak nicht fehlen? Klar, ein Baguette oder ein Brot, ein Ciabatta, wie auch immer. Und deswegen zeige ich euch mal, wie wir, wenn es mal schnell gehen muss und man nicht allzu viel zu Hause hat, ein Brot im Dutchofen zubereiten kann. Das Ganze nennen wir ein Bescheißerle-Brot. Warum? Weil wir gar nicht viel brauchen. Wir brauchen nur einmal ein Fladenbrot, das ist ja schon fertig. Dann nehmen wir Kräuterbutter als Gewürzmischung, fertige Gewürzmischung. Wir brauchen Käse für die Füllung, Olivenöl und den Dutchofen und das war's schon. Also viel ist es nicht, schmeckt aber einfach nur Bombe. Wie dieses Ganze jetzt zubereitet wird und gemacht wird, das zeige ich euch gleich. Draußen im Dutchofen benötigen wir dann mehr die Oberhitze. Das heißt, wenn alles dann im Topf drin ist, 5 Briketts unten liegen und 15 kommen dann auf den Deckel drauf für die Oberhitze. Das Ganze in etwa 15 Minuten, bis der Käse verlaufen ist. Da könnt ihr ja ab und zu da mal reinschauen. So ungefähr 10 bis 15 Minuten dauert das in der Regel. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch. So, 15 Minuten sind rum. Das Bescheißerle-Brot ist fertig. Sieht wieder sehr gut aus. Ich lasse es mir jetzt schmecken und euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis dann. Tschüss.